Ein Schnäppchenhaus. Der Kauf dieses Hauses in Philadelphia war absolut nicht geplant und sehr spontan. Das klingt ziemlich verrückt, wenn ich von dem Haus als Spontankauf oder als Schnäppchen spreche, oder? Was es damit auf sich hat, erfährst du in diesem Video. Let's get into it! Der Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal hier geht es rund um das Thema Immobilien hier in den USA. Ich selbst bin Investor und Vermieter und zwar hier in Philadelphia vor Ort. Gemeinsam mit meinem Team kaufe und renoviere ich Objekte hier, von denen andere Investoren die Finger lassen. Unser Ziel ist es, hier für viele Menschen einen tollen Wohnraum zu schaffen und bestehenden Wohnraum eben auch zu erhalten. Wir sind keine Fix- und Flip-Stars und haben ehrlich gesagt auch noch nie ein Haus verkauft. Wir kaufen und renovieren mit dem Ziel, gute Häuser und Wohnungen zu schaffen und langfristig auch zu erhalten. Wenn dir solche Themen gefallen und du dich dafür interessierst, dann lässt du mir am besten ein Abo da und aktivierst die Glocke. Das kostet dich gar nichts und das zeigt YouTube, dass du über neue Videos von mir umgehend informiert werden möchtest, sobald ich die hochgeladen habe. Danke dafür. Woher kam das Haus? Das Haus fand ich über einen Suchauftrag bei der Immobilienplattform Redfin.com. Ich habe dort mehrere Suchaufträge laufen, die mich informieren, wenn ein Haus eine interessante Lage hat oder eben schon lange am Markt ist. Denn je länger ein Haus hier in den USA am Markt ist, desto spannender ist es für mich, weil dann werden die Verkäufer flexibel. Das Haus, um das es heute geht, ist super gelegen, denn genau in dieser Gegend haben wir bereits tolle Objekte renoviert und auch schon vermietet. Eines der Beispiele für eine komplette Kernsanierung siehst du jetzt hier oben eingeblendet. Schau dir das einfach mal an. Das Haus heute liegt nicht nur gut, wie gerade schon angemerkt, sondern es ist auch schon ziemlich lange am Markt für US-Verhältnisse. Hier siehst du die Historie von Redfin.com zu diesem Haus. Am 29. August haben sie das für 139.000 eingestellt. Dann haben sie es zwei Wochen später um $100 reduziert, um es dann eine Woche später um 18.900 nochmal zu reduzieren. Und dann waren wir hier vor Ort und haben das Angebot gemacht, beziehungsweise haben unterschrieben. Dann hat es nochmal ein ganzes Stück gedauert, bis hier oben das Closing stattfand, weil die Eigentümerin noch so ein paar Liens auf dem Haus hatte. Das heißt, die musste erst ihren Grundbucheintrag bereinigen, bevor sie uns das verkaufen konnte. Das hat hier nochmal Zeit gekostet, aber wir haben es finally geschafft. Das Haus wurde geclosed. Der Makler und die Verkäuferin haben es über 30 Tage am Markt versucht zu verkaufen. 30 Tage am Markt für ein Einfamilienhaus in dieser Lage in Philadelphia, das ist eine gefühlte Ewigkeit. Das heißt, der Wunschpreis der Verkäuferin oder des Maklers, je nachdem, war nicht entsprechend der Marktlage. Das heißt, der Markt hat gesagt, das Haus ist zu teuer und deswegen ist auch keiner angesprungen. Ich war aber gerade zufällig in der Straße bei einem anderen Objekt, habe das Exposé in der App gesehen und den Makler auch spontan angerufen und gefragt, ob ich das Haus sehen kann. Weil ich stehe ja gerade davor. Der Makler konnte aber da nicht mal spontan vorbeikommen, um mir das Haus zu zeigen. Aber er meinte, die Verkäuferin, die sei daheim. Die kannst du auch zeigen. Es ist immer besser, direkt mit den Verkäufern zu sprechen, ohne Makler. Bei der Besichtigung stellte sich dann heraus, dass das Haus in einem hervorragenden Zustand ist. Also machten wir ein Angebot, schnell und Cash zu zahlen. Und die Eigentümerin wollte zu diesem Zeitpunkt schon bereits ein neues Haus kaufen, brauchte also Cash, um eine Anzahlung zu machen, um das neue Haus sich zu sichern. So läuft das hier in den USA. Das heißt, sie ging direkt auf den Preis von uns ein und war zufrieden. Alle Seiten gewinnen. Die Verkäuferin, die kann direkt umziehen. Der Makler muss nichts machen, kassiert mal eben 6% und wir haben ein tolles Objekt zum Vermieten. Win-win-win-Situation, oder? Schauen wir uns das Exposé mal direkt bei Redfin.com an. Den Link zum Exposé, den findest du natürlich auch in der Beschreibung unter diesem Video. Wenn du schon da unten bist, den Like-Button kannst du mal eben klicken. Das kostet dich gar nichts, tut nicht weh. Und das zeigt YouTube, dass dir mein Video gefällt. Und damit bekommen noch mehr Leute meine Videos zu sehen, die sich für US-Immobilien interessieren. Danke fürs Klicken. Und hier ist das Haus. Hier sehen wir jetzt das Exposé von Redfin.com. Also das ist das Haus. Schauen wir uns die Bilder zuerst mal an. 2225 North Carlisle. Gehen wir durch. Küche, okay. Fußboden, schwierig. Auch hier der Fußboden, okay. Noch mit Möbeln der vorhergehenden Eigentümer. Das Badezimmer, hier sieht man nur einen Teil davon. Und die Sachen, die wirklich kaputt sind, sieht man hier natürlich nicht. Logisch. Wir sehen hier Teppichfußboden, Holztüren. Was wissen wir noch zu diesem Haus oder was erfahren wir hier jetzt noch? Kaufpreis war 108.000, verkauft am 17. Oktober, 3 Schlafzimmer, 1,5 Bäder und 1200 Square Feet. Wo sind wir hier in Philadelphia? Wir sind hier im Norden der Stadt. Hier ist das Rathaus, also City Hall. Hier ist Independence Hall, die ganze Altstadt. Nur 20 Blöcke nach Norden, wirklich an der Broad Street entlang, das ist diese hier. An der Temple Universität, das ist eine riesengroße Uni hier in Philadelphia. Da diese kleine Seitenstraße direkt an der, das spricht man Susquehanna-Dauphin Station, genau an der Rückseite davon, da ist das Objekt. Was wissen wir noch? Ein Townhome, das Lot sind 1000 Square Feet und Wohnraum sind 1200.
1915 gebaut. Und hier ist nochmal die Sale und Tax History für dieses Haus. Die Tax History, das Haus ist jetzt eingewertet für 120.000. Das ist natürlich zu viel. Das heißt, diesen Wert werden wir nochmal bei der Steuer anfechten. Wenn wir es natürlich zum Kaufpreis von 108 kaufen, kann es nicht 120 assessed sein. Das funktioniert nicht so ganz. Diesen Wert, den uns hier Redfin angibt, das ist der Estimated Sale Price für das Haus jetzt. Also innerhalb der letzten 2-3 Wochen soll dieses Haus um 20.000, 30.000 im Wert gestiegen sein. I doubt it. So viel zum Exposé. Jetzt habe ich lange genug über das Haus geredet. Fahren wir mal hin und schauen uns das Objekt vor Ort an. Kommen wir zu den harten Fakten von diesem Haus. 3 Schlafzimmer, 1,5 Badezimmer, ein trockener Keller, hinten ein kleiner Garten, ein Raustritt. Waschmaschine, Trockner gab es dazu, Water Heater, also der Wasserheizer, der ist auch mit relativ neu, der ist 2020, der kam mit dazu. Und das ganze Paket 108.000. Also 108.000 für ein 3 Schlafzimmer, 1,5 Badezimmer Haus im Norden der 6. größten Stadt der USA. Und was du hier immer piepsen hörst, das sind wieder die Rauchmelder. Die Eigentümer hatten diese nicht installiert, sollten sie aber noch da lassen, bevor sie ausziehen, haben sie auch gemacht. Aber keine Batterien rein, das heißt, das Haus piepst von oben bis unten. Aber lange Rede, kurzer Sinn, schauen wir uns das Haus erstmal an. Los geht's. Der Fußboden, der muss gemacht werden, also komplett. Der ist aber auch hier sportlich verlegt, so am Stück, einen Karton ausgepackt und hier rüber gelegt. Egal. Registers, also die ganzen Klimaanlagen, Schächte werden gereinigt und hier siehst du überall schon Blue Tape, da war ich schon unterwegs. Die Klimaanlagen hier haben uns die Tenants dagelassen, beziehungsweise die vorhergehenden Eigentümer. Ja, und so ist es doch eigentlich eine angenehme Geschichte hier. Überall habe ich schon Blue Tape verteilt, das heißt Steckdosen, Cover werden ausgetauscht, Registers werden ausgetauscht. Die Fenster sind Single Pane, das ist ein einziges Stück Scheibe, nichts doppelt verglast. Das ist das Thermostat, hier geht es in den Keller, da gehen wir gleich rein. Hier haben wir noch einen Kleiderschrank. Hier haben wir ein kleines Badezimmer, also Powder Room. Aber auch hier ist der Fußboden hin, das muss gemacht werden. Eigentlich generell, ne? Ja, dann haben wir hier die Küche. Was gibt es zur Küche zu sagen? Hier haben wir Holzarbeitsplatten, Backsplash, der ist sogar gefliest. Es piepst überall, das ist echt laut. Die Schränke, die werden wir so behalten. Die Griffe, die werden wir so behalten. Und die Appliances, die müssen wir einfach mal sauber machen. Also Mikrowelle, Gasherd und ein großer Kühlschrank. Kam alles mit dazu. Also von daher, was hier gemacht werden muss, Steckdosen werden ausgetauscht, beziehungsweise die Cover, das sieht nicht mehr schön aus. That's it. Ja, eigentlich ganz in Ordnung hier, ne? So, und hier hinten sieht das Ganze so aus. Gehen wir mal in den Keller runter hier. Hier sind wir jetzt im Keller von dem guten Stück. Hier unten haben wir Trockner, Wasserheizer, Heizung, also es ist eine Gasheizung und eine Waschmaschine. Das kam alles von der vorhergehenden Eigentümerin mit dazu. Das heißt, das haben wir alles im Paket gekauft. Der Wasserheizer ist von 2020. Die Waschmaschine, der Trockner hat noch so eine Schutzfolie dran, relativ neu. Und die Waschmaschine, da kann auch nicht viel kaputt gehen und wenn, wird sie ausgetauscht. Was ist hier unten noch? Hier unten liegt Teppich, das ist ungewöhnlich, aber es ist super trocken. Hier ist eine Sump Pump, also es ist so ein Fass, da läuft das Wasser von allen Seiten rein, wenn Wasser läuft. Und da ist eine Pumpe, die automatisch anspringt, wenn da Wasser drin steht und das wird abgepumpt. Die Balken sind super, super geblockt alles. Also da sehe ich jetzt, auf Deutsch würde ich sagen, keinen Grund zu meckern, oder? Deutsch ist immer so negativ. Alles trocken, wenig Staub, nichts verrottet, nichts angeschnitten, um irgendwelche Rohre zu verlegen. Alles gut mit Haken ausgestattet. Ich bin echt immer noch begeistert. Ja.
Linen Closet. Muss getauscht werden. Auch das Ding hier. Und das muss ein bisschen sauber gemacht werden. Und das Ding wird auch getauscht. Du hast das Haus gesehen und auch einen Eindruck davon, was jetzt alles ausgetauscht und repariert werden muss, bevor wir hier neue, tolle Mieter in diesem Haus begrüßen können. Der Fußboden, der muss komplett getauscht und auch repariert werden. Womöglich noch ein paar Fenster, die waren nur Single Pane. Da müssen wir was machen. Die Heizung, naja, die hat ein paar komische Geräusche gemacht während der Testphase und auch ein paar Steckdosen, die hingen ziemlich lose da. Da muss der Elektriker nochmal ran. Alles andere schaut echt super aus. Wie schnell wir das jetzt hinbekommen und ab wann wir auch neue Mieter begrüßen können, das weiß ich jetzt noch nicht. Geplant sind hier mindestens 3 bis 4 Wochen, aber mal abwarten. Wenn du nicht verpassen willst, wie das Haus ausschaut, wenn es fertig renoviert ist und wie lange die Renovierung dauert, dann abonnierst du am besten meinen Kanal und aktivierst die Glocke, falls du das noch nicht getan hast. Dann informiert dich nämlich YouTube, wenn ich den Teil 2 zu diesem Haus hochlade. Bei mir siehst du hier alle Zahlen und Fakten. Selbstverständlich zeige ich dir auch, was die Renovierung kosten wird und wie lange sie dauert. Ob wir das Haus jetzt außerhalb der Mietsaison hier in Philadelphia auch vermietet bekommen und zu welchem Preis, erfährst du natürlich auch. Ob es sich bei diesem Haus nach der Renovierung und dem Vermieten noch immer um ein Schnäppchen handeln wird oder ob wir hier dieses Mal Geld verlieren werden, das erfährst du im Teil 2 zu diesem Haus. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.